Drahtesel-Vlog Nummer 1. Hier steht mein Firmen-LKW. Lange überlegt, wie ich die Firma nennen soll. Backflash-Modus. Wunderschönen guten Tag zum allerersten Drahtesel-Vlog. Drahtesel-Vlog Nummer 1. Ich habe mir natürlich idealen Tag ausgesucht. Es sind extreme Sturmböen gemeldet, wie man wahrscheinlich auch vom Sound hört. Aber ich dachte, wenn wir nach dem Wetter gehen, werden wir die Sache nie aktivieren. Was wir hier machen, ich könnte mir jetzt die krasseste Story ausdenken und sagen, ey, bada boom, bada bang, rambazamba. Aber nee, es geht einfach darum, sich körperlich zu aktivieren. Ich bin ehrlich, bei mir geht es immer mal so Phasen, wo ich das ein paar Wochen durchziehe. Ich gehe laufen, joggen, dies, das. Aber dann wird es auch wieder sehr schnell auf Eis gelegt. Wahrscheinlich der ein oder andere wird es vielleicht kennen, nur mal angenommen. Deswegen jetzt auch wieder die Idee in Kombination mit einem Vlog, dass ich mich einfach, sobald ich mich rausaktiviere und eine wunderbare Runde drehe, aktuell natürlich durch Berlin, haue ich hier einen kleinen Vlog raus. Ich zeige ein paar Spots in Berlin. Es wird auf jeden Fall den einen oder anderen Gast wahrscheinlich auch geben. Ich habe schon mit ein, zwei Leuten gequatscht, die wir dann wahrscheinlich abholen und die uns vielleicht mal ihre Gegend zeigen. Alles mit dem Drahtesel natürlich. Und heute fangen wir an mit einer ganz kleinen Runde. Ne? Ich bin es natürlich auch gar nicht mehr gewohnt so. Muskelkater, oh, incoming wahrscheinlich. Und für alle, die irgendwie sagen, die haben eine schöne Tour, gerade hier in Berlin, schreibt es so in die Kommentare. Jetzt werden wir einfach mal wunderschön durch Charlottenburg ein bisschen zwitschern. Fängt gerade an zu regnen. Extreme Sturmböen. Also es ist genau das perfekte Wetter, um eine kleine Radtour zu machen. Hier links, kennt ihr wahrscheinlich noch, geht's zu Alano, Hood Cuisine und Tour. Waren wir ja auch mal. Aber Hood Cuisine und Tour ist alles schön und gut. Aber da wird halt auch wieder nur gegessen. Ne? Und ich merke jetzt schon, dass auf jeden Fall man atmet. intensiver als sonst. Na klar. Ein Teil der Strecke hier war sogar früher mein Weg zum Shop. Ich hatte 3 Jahre den E-Zigaretten-Shop hinten am Savini-Platz. Da können wir eigentlich auch mal vorbeizwitschern. Doch, so machen wir das. Wie gesagt, jetzt fängt es an zu regnen. Ist sehr, sehr schön, erfreulich. Gerade fürs Fahrradfahren. Sturmböen auch gemeldet. Es ist eine Wucht, aber wir ziehen durch. Wir machen. Wir kürzen mal ganz kurz hier ab und fahren Richtung Wilmersdorfer Straße. Also nur mal angenommen, da hinten wäre blauer Himmel. Nur mal angenommen, aber es regnet trotzdem wie die Zau. Übrigens, wir zeichnen mal alle Dinge auf, alle Touren mit der wunderbaren Komoot-App. Hier müssen wir nachher übrigens auch mal zum Mediamarkt. Wir brauchen Stielsauger. Wenn sich jemand auskennt mit Stielsauger, schreibt es in die Kommentare. Wird mir eh nichts bringen, weil ich nachher schon einen gekauft haben werde, bevor das Video online ist. Aber trotzdem, knallt es rein. Ich danke euch. Rechts ist ein Shop, den sollten wir jetzt übersehen. Royal Donuts. Weil Kessel. Hier sind die Fahrradwege breiter als in der einen oder anderen Stadt, die Hauptstraßen. Alter Vater. Schönes Baustellenfahrzeug auf Lunge genommen. Wie gesagt, Drahtesel Vlog Nummer 1. Im Endeffekt, wenn ich mir jetzt vorne im Fahrrad zu fahren, wird es in 2-3 Wochen wieder auf Eis gelegt. Wenn ich mir aber vornehme, immer mal wieder einen schönen Vlog dazu zu machen, aktiviere ich mich dadurch. Und vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen. Das Krasse ist halt wirklich, wenn man es nicht gewohnt ist, rast einem halt jetzt schon der Blocker. Ne? Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier in der Gegend sind, fahren wir auf jeden Fall mal Richtung Savini-Platz, wo ich 3 Jahre meines Lebens verbracht habe. Im eigenen Dampferladen. War auch eine wunderbare Zeit, aber natürlich irgendwann wirtschaftlich nicht mehr zu tragen, weil die Mieten natürlich sehr hoch sind und Dampfer-Equipment jetzt nicht so den krassesten Gewinn abwirft, aber es war auf jeden Fall eine nice Zeit, schöne Erfahrung. Wie oft war ich hier in diesem wunderbaren Späti? Hab mir natürlich nur alkoholfreie Kaltgetränke geholt. Hier sind wir jetzt am Savini-Platz. Oh, ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen Backflash, ne? Das ist halt echt nice, ne? Wenn man dann mal wieder in der Gegend ist, wo man
Oder genau, und der Location ist, wo man eine lange Zeit verbracht hat seines Lebens, egal ob was jetzt privat, beruflich oder sonst was. Wobei, das war ja eh alles zusammen. Das war ja einfach das Baby. Savini Passage, da zwirbeln wir jetzt mal rein. Und oben hängt sogar noch das Schild. Backflash-Modus. Das ist wirklich Backflash-Modus. One Love auch an Sashiko Sushi. Darunter noch das Logo United Vapes. Hatten wir damals die Möglichkeit, unser Logo noch drunter zu ballern. Hier unten auch noch das Logo United Vapes Berlin. Ach, es war schon eine geile Zeit, Leute. Ist schon was Neues drin? Ja, es ist ein neuer Laden drin. Und was haben wir hier jetzt drin? Wow, also hier war der Laden. Ich glaub's ja nicht. Sieht sehr, sehr nice aus. Zabo, schon deine Flasche liegen lassen. Hier die CrossFit-Zeitgenossen sind auch noch da. Grüße an alle. Gainsburg, hier waren wir auch ein paar Mal. Das ein oder andere alkoholfreie Kaltgetränk zu sich nehmen. Wir fahren über den Kudamm. Nur mal angenommen, es sind Sturmböen gemeldet. Und ihr wollt Fahrrad fahren? Oha, ey, hier ist dieser Ding. American Food for You. Süßwaren. Oh, da dürfen wir gar nicht rein. Da dürfen wir gar nicht rein. Ich sage euch, wie es ist. Nee, dürfen wir nicht. Hier zur Rechten, Five Guys. Dürfen wir auch nicht rein. Wir sind ja jetzt Sportler. Wir haben einen Drahtesel-Vlog gemacht. Sind jetzt massive Sportler. Hochleistungsathleten. Greetings auch an Queen K Highway. Der mir immer mal wieder von den Kanarischen Inseln Videos schickt, wie er wunderbare Runden mit dem Rad dreht, aber auf einem ganz anderen Level. 1-3 und so weiter, du willst. Boah, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein M&M's Riesenstore, was ist denn das? Ey, und was ich auch dazu sagen muss, mit dem Fahrrad entdeckt man jede Stadt irgendwie nochmal ganz anders. Ihr wisst, wie es läuft, weißt du, ich meine. Oh, grün. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass gerade rot war. Zur linken Seite sehen Sie das Europa-Center. Hier war mal ein geiler Laden, Bershka. Habe ich gefeiert, den gibt es aber nicht mehr. Hier sehen Sie den Zoo Berlin. Das ist natürlich auch das ideale Wetter dafür. Apropos ideales Wetter, ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie ich die Lage hier gerade sehe. Ist gut, ne? Als Brillenträger ist richtig geil. Ich habe mir früher als Kind tatsächlich immer so Scheibenwischer für die Brille gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Naja, vielleicht werden wir auch den einen oder anderen Zeitgenossen aktivieren können zu einem Drahtesel-Log. Dass man wirklich vielleicht so wie Interview auf dem Rad macht und dann verschiedene Stadtteile hier abklappert. Schon wieder grün, Mann. Ja, hier liebe ich jetzt gerade irgendwie die Rotphasen. Ich sage euch, wie es ist. Es ist, wie es ist, ne? Jetzt sind wir hier am Bahnhof Zoo, Zoologischer Garten. Hier habe ich auf jeden Fall auch einen kleinen Backflash, Ulrich. Ey, da war ich so oft, als ich den Laden hatte. So, so oft. Bürgermeister, auch am Stissel. Hier links halten wir natürlich nicht. Direkt neben Audi. BSQ da 196. Currywurstbude abchecken. Wer nicht aus Berlin ist und mal hier ist, dankt jetzt mir später. Nee, man ist auch nicht außer Atem. Nö, aber ist alles okay. Pass auf, da vorne da hängt dein Mantel im Reifen. Ich sag das. Pass auf deinen Mantel auf, guck das vor. Ich muss den Mantel retten. Ich rette den Mantel. Ich rette dich. Ich sag das. Wenn der Mantel in die Reife kommt, ich sag dir, wie es ist, liegt auf der Gusch. Ah, hier, Fitex. War ich auch mal angemeldet. War ich aber nie dort. Ist ja, glaube ich, schon so, ne? Dass wenn man sich anmeldet im Fitnessstudio, dass man auch hingehen soll. Hä? Früher hieß es Wienerwald, jetzt heißt es Hühnerwald? Okay. Das ist die Nachricht des Tages. Aus Riders wurde jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ihr könnt natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, wen ihr euch als Gast vorstellen könntet. Auf dem Fahrrad, durch Berlin, kleines Interview, kleiner Talk, Drahtesel-Vlog, represent. Ey, mit dem Fahrrad ist einfach echt so krass.
weil man jeden Shop, jeden Laden, jede Location einfach ganz genau sieht. Wenn man hier mit dem Auto durchballert, konzentriert man sich halt mehr auf die Straße. Aber mit dem Fahrrad ist es schon sehr, sehr krass. Wie ich jetzt so mache, als wär das Rad neu erfunden. Ich sitze hier auf dem Zweirad. Ich habe das neu erfunden. Man sieht die Stadt komplett mit anderen Augen. 2022. Bartscher hat das Rad neu erfunden. Sowas sind wir gefahren. Hier 6,5 Kilometer ist ja natürlich für die erste Runde locker easy, aber 30 Minuten, bisschen bewegt heute, Drahtesel-Vlog angeteasert. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Touren kennt oder sagt, da musst du mal langfahren in Berlin. Ich glaube, es ist da vorne. Wir stehen direkt vor dem HD-Kennzeichen. Schöne Grüße an den Volvo-Fahrer. Greetings nach Heidelberg. Wie gesagt, wer irgendwelche Spots empfehlen kann, wo man mit dem Rad hinschippern kann in Berlin, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sonstige Ideen habt, knallt es auch in die Kommentare. Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Hauptsache, bleibt gesund. Jetzt auch auf dem Drahtesel-Vlog, im Drahtesel-Vlog. Macht's gut. Bis ganz bald. Ahoi.